Glaubst du, dass die epidemische Notlage von nationaler Tragweite im März verlängert wird? Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall sein wird, aber ich denke, dass ich mich irre, dass genau das passieren wird, dass wir alle noch viel, viel länger darunter leiden müssen, ja. So, unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes. Richtig, genau. So, man wird den Leuten irgendwelche Zahlen präsentieren und sagen, guckt, die Lage ist ganz Ja, schlimm, ja. wir müssen weiter auf die und die Rechte verzichten. Und dann werden die Medien entsprechend trommeln und dann werden die Leute auch schon entsprechend zustimmen und handeln. Und gerade deswegen ist es ja auch total wichtig, jetzt mal zu hinterfragen, jeder Einzelne für sich, was sagt der PCR-Test denn überhaupt aus? Denn auf diesem PCR-Test von Carrie Mullis basiert das Ganze ja, ja. Und der Erfinder, also der Herr Mullis, hat selbst gesagt, dass der PCR-Test alles in allem finden kann und gar nicht wirklich spezifisch ist. Ja. Und das muss einfach endlich jeder mal wissen, in meinen Augen. Und wenn wir das dann erkennen, dann wissen wir endlich auch, dass diese ganzen Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind. Also es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Ärzte. Ärzte stehen auf, beispielsweise ist ein Verbund von mehreren hundert Ärzten und auch Rechtsanwälte. Rechtsanwälte stehen auf oder Rechtsanwälte für Aufklärung, die sich offen und ehrlich dazu bekennen, dass hier in diesem Land tatsächlich etwas schiefläuft. Ja, mit der Verhältnismäßigkeit ist es ja zum Teil auch eine persönliche Einschätzung. Jemand, der total viel Angst hat oder dem auch total viel Angst gemacht worden ist, der sagt natürlich, alles ist verhältnismäßig. Am besten wir sperren uns zu Hause ein, am besten wir kaufen jetzt ganz viel ein, Klopapier und so weiter und so fort und verlassen in den nächsten 3, 4 Wochen das Haus nicht mehr. Und andere sagen, die sind vielleicht selbstbewusster und die sind denken sich, okay, ich habe ein gutes Immunsystem, ich werde darauf achten, ältere Leute und Risikogruppen zu schützen, aber die gehen dann raus und versuchen ihr Leben ganz normal weiterzuleben. Ja, also was du gerade eben sagtest, natürlich sollte man Risikogruppen, ältere Menschen schützen. Das war schon immer so, ja. Und ich denke, das würden wir auch machen, wenn wir jetzt hier keine Pandemie hätten. Jeder Mensch weiß, wenn ich Schnupfen habe, dann muss ich nicht zur Großoma gehen und die anhusten, ja. Es ist einfach unglaublich, was hier passiert. Es werden zurzeit große Impfzentren überall in Deutschland aufgebaut. Findet demnächst so eine Art Volksimpfung statt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die Justiz das noch stoppen wird. Wenn es so sein wird, ist es natürlich so, dass viele, viele Menschen auf der Straße stehen werden, ja? Diese Bewegung, die kann man nicht einfach wieder Also stoppen. dagegen demonstrieren. Ja, richtig. Wovor ich persönlich auch Angst habe, ist, dass wenn man mich dann impft, dann muss ich jetzt ins Impfzentrum nach Bremen fahren, ja, und dann impft mich jemand, der mich gar nicht kennt. Dem kann ich nicht erzählen, du, mir geht schlecht oder der kennt mich gar nicht, der weiß gar nicht, ob diese Impfung für mich überhaupt angebracht ist oder nicht. Der macht das einfach, weil es sein Job ist und Also du hast Asthma und bist auch von der Maske befreit, oder? richtig, genau, ja. Dann natürlich auch der Impfstoff, der ja auch sehr verkürzt auch jetzt zugelassen worden ist, der mit Sicherheit Risiken birgt. Das hat man ja auch bei Pandemrix 2009 bei der Schweinegrippe gesehen, dass viele, viele Kinder und auch Jugendliche an einer Narkolepsie erkrankt sind, ne? Und ich denke, ge dass genau das wieder passieren kann. Ja, also vor einigen Monaten hieß es ja noch, um einen Impfstoff zu entwickeln und den zu testen, braucht man ein paar Jahre. Richtig, genau. Und jetzt ist es anscheinend so, dass man nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr sagt, wir haben jetzt was und Langzeitschäden kann man ja gar nicht überblicken. Es ist ja eigentlich, darüber muss man muss ja wissen, was nach 1 oder 2 Jahren passiert. Es kann ja jetzt auch sein, dass nach einem Jahr oder so irgendeine Erkrankung oder irgendwelche Spätfolgen eintreten. Richtig, also dazu kann man eigentlich nur sagen, wir sind tatsächlich
Versuchstiere in diesem Fall, weil wir einfach nicht wissen, wie dieser Impfstoff wirkt. Ja, auch der Herr Wieler hat in einem Interview gesagt, dass er nicht genau wisse, wie dieser Impfstoff letztendlich wirken wird. Noch dazu gesagt ist, dass ja Russland jetzt einen Impfstoff auf den Markt gebracht hat, der kein mRNA-Impfstoff ist, ne? Und die Europäische Union möchte davon aber leider ja nichts wissen. Wir könnten uns alle mit diesem Impfstoff impfen lassen, der anscheinend, ich weiß nicht, ob er sicher ist, aber er ist kein mRNA-Impfstoff. Er ist eine Alternative, aber diese Debatte wird hier nicht zugelassen. Es geht auch um wahnsinnig viel Geld bei der ganzen Geschichte. Richtig, genau, ja. Also da muss man ja ganz klar sagen, die Krankheit ist zum Teil schon zweitrangig. Es geht um riesige finanzielle Interessen, es geht um Macht und es sind wahnsinnig viele Leute, die sehr viel Geld damit verdienen. Richtig. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Faktum, wo man sagen kann, wenn ganz viele Leute damit sehr viel Geld verdienen, kann man dann, ist dann überhaupt noch eine sachliche, neutrale Bewertung möglich? Oder ist der Einfluss dieser Leute, die daran profitieren, mittlerweile so groß, dass es nur noch darum geht, etwas zu verkaufen? Und danach sieht ja im Moment einiges aus, Richtig, ja. dass sich Politik und teilweise auch Medien, die mehr oder weniger schon PR-Kampagnen machen für Masken tragen, für Impfstoffe und so weiter und so fort, anders kann man es nicht bezeichnen, dass die sich eigentlich diesen Profitinteressen untergeordnet haben. Ja, dazu muss man ja auch sagen, dass die Europäische Kommission Menschen inne hat, die tatsächlich auch von der Pharma kommen, ja, und auch die Verstrickung Politik-Pharma, die ist da. Das kann man nicht leugnen. Auch der Herr Spahn hat Verstrickung zur Pharma. Der Herr Wieler hat Verstrickung zur Pharma, ja. Und Im Dezember soll noch mal eine Querdenken-Demonstration stattfinden. Ich glaube am 30. oder 31. Ich glaube, der Termin ist nicht so günstig, oder? Ja, da hast du ganz recht. Ich hoffe natürlich, dass wenn die Demo stattfindet, das Ganze friedlich stattfindet. Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen. Ich finde es natürlich gut, dass wir uns versammeln, aber ob es jetzt wirklich jetzt am Jahresende sein muss, da bin ich wirklich auch sehr, sehr skeptisch, was dann Gewalt angeht, ne? Ja. Also ich glaube, der Termin ist eigentlich schlecht gewählt, oder? Richtig, genau, ja. Allerdings jetzt im März, wenn im März dann über die Verlängerung der epidemischen Notlage entschieden wird, dann wäre eine Demonstration angebracht, oder? Das sehe ich genauso, ja. Wir Menschen, wir müssen uns einfach endlich wehren, ja. Naja, bis dahin wird man ja wahrscheinlich auch ein bisschen überblicken können, was an Impfungen demnächst auf uns zukommt, beziehungsweise ob das jetzt rein freiwillig ist oder ob das für bestimmte Berufsgruppen zum Zwang wird. Weil es wird ja da, man kann natürlich sagen, Impfung ist freiwillig, aber wenn dann eine Kindergärtnerin, wenn die als Vorlage bekommt, sie muss sich impfen lassen, bevor sie im Kindergarten arbeitet, dann kann man nicht mehr von Freiwilligkeit reden. Ja, richtig. Genau das sehe ich dann auch in meiner Zukunft, dass ich eben meinen Job nicht mehr ausführen kann, einfach weil man mir sagt, dass ich mich zu impfen habe. Und es ist immer noch eine freiwillige Entscheidung und ich möchte das nicht. Also du würdest unter den Umständen auch um deinen Job fürchten, wenn man dir sagt, du musst jetzt mit Definitiv. einem Impfstoff geimpft werden, der ein Jahr oder so, nicht mal ein Jahr getestet wurde und du möchtest das nicht, dass du dann vielleicht deinen Job verlieren könntest. Ja, aber das Risiko werde ich auch eingehen. Ich werde mich nicht impfen lassen. Dazu stehe ich. Aber hast du dich überhaupt schon mal gegen irgendwas impfen lassen oder? Ja, ich bin komplett durchgeimpft. Du bist komplett Ja, ich bin. durchgeimpft. Also es ist hier auch nicht so, dass ich der Meinung bin, dass Impfung per se jetzt schädlich ist. Ja, es gibt Impfstoffe, die über Jahrzehnte lang, von denen man weiß, wie sie wirken und welche Nebenwirkungen sie haben. Ne? Aber jetzt gerade, dass man einen Impfstoff in so einem schnellen Verfahren durchpeitscht und dann uns Menschen auch noch zumutet, dass man uns damit voll impfen möchte und man nicht einmal weiß, welche Nebenwirkungen denn überhaupt auftreten können. Also das finde ich, geht eindeutig zu weit. Naja, aber es gibt viele, die ähnlich denken wie du. Ja. Gibt es Parteien, die mit Querdenken konform sind?
Ja, die gibt es. Da gibt es unter anderem Wir 2020. Es gibt auch die Partei Die Basis. Auch Widerstand 2020 wäre eine Option gewesen. Die ist jetzt ja leider nicht mehr da. Das ist dann Ja. Widerstand 2020 ist zu Wir 2020 geworden, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass du da Mitglied wirst? Definitiv, ja. Also, ich möchte gerne auf allen möglichen Ebenen, soweit ich Zeit habe, natürlich helfen. Das ist ganz klar, ja. Und da spreche ich nicht nur für mich, so geht es uns allen von Querdenken auf jeden Fall. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass wir 2020 und die Basis ein Wählerbündnis machen, oder? Das wäre wirklich gut, ja. Im Moment läuft es ja fast darauf hinaus, dass wir 2020 und die Basis, dass die vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl zusammen antreten. Das würde ich mir sehr wünschen, ja, definitiv. Weil es ist ja auch schon oft beanstandet worden, dass diese Parteien, die aus der Querdenkenbewegung und aus dem Umfeld herausgehen, dass die sich zu sehr zersplittern. Von daher wäre ja ein Zusammenschluss vielleicht eine Lösung vorerst. Alles klar. Ja, dann besten Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg. Danke, dass ich da sein durfte.